Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Cities XL Platinum. Wir haben mitten in der Nacht und diese Unternehmen gehen bankrott. Warum? Hat keine Angestellten, verliert viel Geld, voraussichtlich Insolvenz. Ja, das bedeutet, ich brauche mehr qualifizierte Arbeiter. Da haben wir nämlich 15% freie Stellen. Und das werden hier unten ja noch mehr, denn hier können ja sowohl qualifizierte als auch weniger qualifizierte Arbeiter wohnen. Qualifizierte Arbeitskräfte, ja. Wir brauchen mehr qualifizierte Arbeitskräfte. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte hier schon die neue Dichtestufe benutzen. Lassen wir hier erstmal ein paar qualifizierte Arbeiter einziehen. Und hier gleich auch. So, die Straßen verbinden wir mal ganz fix, denn so wollen wir es ja nicht haben. Hallo? Nicht genügend Platz für diese Straße. Warte mal, dann reiße ich das mal ganz fix ab. Ärgert mich, wenn ich sowas abreißen muss. So. Na gut, die können hier ja auch nicht einziehen. Bevölkerung 1 erreicht. Schön. So. Lassen wir vielleicht einfach ein bisschen Platz, oder was? Geht ja nicht anders, ne? So, und es wird Nacht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie den Tag-Nacht-Wechsel ausschalten kann. Hier können auch noch ein paar qualifizierte Arbeiter einziehen. Wenn es nach mir geht, dürfen die das hier gerne tun. Und die Straßen möchte ich gerne wieder verbinden. Danke. So. Meep, meep. Was haben die für ein Problem? Die haben gar kein Problem. Mittlere Schwerindustrie. Sie haben Polizei freigeschaltet. Nächste Stufe bei 15.000 Einwohnern. Viel Erfolg. So, ich glaube, die Sache mit den freien Stellen hier, die löst sich auf in Wohlgefallen. Mittlere Schwerindustrie. Die brauchen hier dann ein paar Arbeitskräfte. Ich würde also hier unten mal noch ein paar entstehen lassen, denn aus irgendeinem Grund ist die Arbeitslosigkeit hier bei den bei diesen Leuten hier noch relativ hoch. Da gucke ich mal ganz kurz bei Wirtschaft, Arbeitsplätze. Okay, die sind hier überall verteilt. Das heißt, es liegt nicht daran, dass die Industrie jetzt hier unten ist. Es liegt halt auch einfach, es gibt keine freien Stellen, ne? Das heißt, hier müssen deutlich, deutlich mehr Fabriken entstehen. Bildungsniveau ist hoch, schön. Ja, ein Polizeirevier muss ich jetzt direkt bauen hier, oder was? Meine Güte, die Entwicklung der Stadt geht ja relativ flott hier vonstatten. Okay, das Polizeirevier hat eine große... Guck mal, das kann ich hier in den freien Bereich bauen. Haha. Auf jeden Fall ein großes Einzugsgebiet. Nämlich hier überall. Ja. Hier sind sogar noch freie Wohnräume. Und hier auch. Was ist das hier für ein Gebiet? Mehrfamilienhaus. Ungelernte Arbeiter können hier wohnen. Bei mittlerer Dichte, ja. Gut, die ziehen hier natürlich nicht ein, weil es gerade keine Arbeitsplätze für die gibt. Arbeitslosigkeit ist immer noch bei 50%. Ich weiß aber auch nicht, warum hier keine neuen Fabriken entstehen. Okay, die werden hier aber bald einziehen. Boah, ist das laut. Also die werden hier aber bald einziehen, dann ist alles gut. So, und das heißt, wir können jetzt auch hier für die ungelernten Arbeiter die mittlere Dichte bauen. Und das werde ich mal hier entstehen lassen. Zack.
Nee, das ist unschön. Das ist auch unschön. Machen wir es so. Das heißt, unsere Stadt breitet sich hierüber ordentlich aus. So, ich glaube, langsam müssten wir uns auch mal Gedanken um den Verkehr machen, ne? Diese Straße ist natürlich völlig überlastet. Weil hier alle arbeiten fahren. Beziehungsweise zur Arbeit fahren. Da frage ich mich doch, ob ich die hier irgendwie... Ich glaube, ich könnte da... Ich hätte da eine Idee für eine Lösung. Straßen. Kann ich hier Straßen mit einer höheren Dichte bauen? Das geht erst bei 500... bei 500.000 Einwohnern. Nee. Das heißt, ich werde hier zunächst mal... 40 Autos die Minute sind hier das Maximale, was ich erreichen kann. Das heißt, ich werde hier... Ups, ruckel, ruckel. Das mal so machen. Qualifizierte Arbeitskräfte 2, ja, schön. Und hieraus eine Einbahnstraße machen und hieraus die genau entgegengekehrte Einbahnstraße. Also hier fahren die hin und hier fahren sie zurück. Das dürfte den Verkehr deutlich entlasten. Einbahnstraßen sind eine super Sache. Eine super Sache sind die Einbahnstraßen. So. Gucken wir mal. Können wir hier noch irgendwas bauen? Sicherheit, ja, ja. Wir können jetzt schon ein großes Gesundheitswesen-Gerät hier bauen. Aber unser Gesundheitswesen ist ja noch ausreichend, glaube ich, ne? Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen. Ja, die sind alle zufrieden, bis auf die da hinten. Aber das haben wir ja schon, ne? Arbeitslos. Zu viele ungelernte Arbeitskräfte sind arbeitslos. Arbeitslosigkeit bei 47%. Hier unten entstehen ja jetzt schon größere Fabriken. Hier können noch mehr Fabriken einziehen. Kleine Hightech-Industrie. Hightech-Industrie? Niedrige Dichte? Was brauchen die denn? Führungskräfte und qualifizierte Arbeiter. Ich will jetzt erstmal versuchen, die hier so weit auszubauen, dass hier ungefähr, dass ich hier die richtige Balance habe mit der Arbeitslosigkeit. Denn hier müssen erstmal die Industrien einziehen und hinziehen, damit wir die Leute beschäftigen können. Das ist viel zu laut. Viel zu laut, viel zu laut. Optionen, Audio, fortfahren. Ist das jetzt besser? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Die Lautstärke bei dem Spiel ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Produktionsgewerbe. Was? Speichern? Stadt wird gespeichert. Handel Geldtoken. Sie handeln mit 10 Geldtoken. Schön. Können Führungskräfte jetzt bald einziehen lassen, aber die brauchen wir noch gar nicht. Ich will erstmal hier die Balance finden. Aber es wird ja besser. Es wird ja besser, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Stadt jetzt so unstrukturiert ist. Das kann natürlich sein, aber... Was will ich machen? Was will ich machen? Kann ich hier überhaupt was ändern? Straßengröße. Innere Straßen. Einspurig. Kleine Allee, große Allee. Einspurig ist schon mal gut. Damit fahren wir ja ganz gut. Gucken wir mal den Verkehr an. Ja, der hat sich hier schon deutlich entspannt, wobei hier noch relativ viel Verkehr ist. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich demnächst mal ein richtiges Industriegebiet machen. Wirtschaft, Ressourcen, so. Ölgebiete haben wir da hinten. Ich glaube, hier muss tatsächlich später ein richtiger Industriezweig entstehen. Grundwasser haben wir da. Nutzland haben wir hier. Hier wird auf jeden Fall
die Landwirtschaft sein? Straßenverbindung, ja, ja. Autobahnverbindung. Hafengebiete, Bodenrelief. Tourismus. Okay, die wollten hier eventuell hin. Oder auf diese Insel, natürlich mit dem Öl. Ja gut, gut, hier Landwirtschaft, Tourismus kann man hier sich merken. Vielleicht wollen ja auch ein paar zum Vulkan hier. Schon wieder ein Erfolg. Handel mit Geldtoken, ja toll. Küstengebiete, ja, die kann man auch so erkennen. Oh, lange Schatten, das heißt, es wird Nacht. Es ist ganz schön dunkel in der Nacht. Kann man das nicht, hätte man das nicht anders machen können? Wie entwickelt sich denn die Bevölkerung? Ja gut, die Arbeitslosigkeit geht hier langsam, aber nur sehr, sehr langsam runter. Dadurch haben wir auch eine sehr geringe Einwanderungsrate. Hier sind sogar noch freie Grundstücke frei. Also hier sind sogar noch Grundstücke frei. Aber hier erst recht, hier erst recht. Freunde, Freunde der Gesangsmusik. Ich werde hier nochmal Industriegebiet ausweiten. Was? Bevölkerung über 20.000. Schön. Soll nicht so viele Leute kommen. Wir brauchen erst Industrie. Die Industrie soll kommen. Kommen die hier vielleicht mal? Muss man die irgendwie locken? Put, put, put. Hier gibt es ganz viel Geld. Ach, guck mal. So viele fleißige LKW-Fahrer. Warum sind das hier nur kleine Straßen? Hier beim Produktionsgewerbe vielleicht einspurig? Nee, das ist doch alles richtig. Nur das sind ja richtig kleine Straßen. Kleine Straße. Keine Ahnung, warum die das hier so haben. So, wie sieht es mit der Luftverschmutzung aus? Lebensumfeld. Umweltverschmutzung, ja, ja. Hier unten macht sich das bemerkbar. Aber hier ist halt alles, ist nichts mehr da. Lärmbelästigung ist okay. Sehenswürdigkeiten. Ach, hier ist ein Riesenrad. Lebensumfeld. Ach, guck mal, die sind alle zufrieden hier. Wunderbar. Wunderbar. Na, wo sind die Autos? Da sind die Autos. Ist immer noch ziemlich viel los, ne? Da muss ich auf jeden Fall öffentliche Verkehrsmittel später einsetzen, dass die Leute da hinfahren können. Transportwesen. Da brauchen wir erst 50.000 Einwohner, bevor wir da was machen können. Stadtverbindung. Transportwesen. Verbindet ihre Städte über den Seeweg mit der Außenwelt. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Zumindest jetzt erstmal noch nicht. Guck mal hier, ein Marktplatz. Ich brauche bitte einmal... Na gut, egal. Kriegen wir später. Wie sieht es jetzt aus mit der Arbeitslosigkeit? Ey, Industrie, zieht hier mal ein. Haben die sonst irgendwelche Probleme? Kraftstoff ist zu teuer, Elektrizität ist zu teuer. Ah, das heißt, ich brauche ein Umspannwerk. Na, da kann ich mich drum kümmern. Städtische Einrichtungen, Brandschutz, Lebensumfeld. Verbessert das Umfeld, was auch immer das ist. Es wäre schön, wenn das ein bisschen konkreter wäre, was das hier darstellen soll. Großer Park. Achso, das kann man hier nur ganz schwer lesen hinter dem... Das hätte man auch ein bisschen besser machen können mit der Schrift. So, was wollte ich gerade machen? Städtische Einrichtungen. Ich wollte... Grundversorgungseinrichtungen. Elektrizität. Strom. Produziert sauberen Strom. Produziert etwas Strom. Effizienz niedrig, Nebeneffekt Luftunreinheit.
Ungelernte Produktion Strom. Na gut, ich komme, glaube ich, sowieso nicht drum herum, hier ein bisschen. Hier müssten doch noch, theoretisch müssten hier doch. Genau, hier ist ja ein Grundstück frei, ne? Das heißt, hier kann man ein kleines Kraftwerk ruhig hinstellen. Frage ich mal, wie es mit dem Turm ist. Turm. Straßen sind total verstopft. Wo denn? Ja, hier, ne? Gut. Da kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Mache ich später, sobald wir 50.000 Einwohner haben. Ja, ja, hier fahren sie alle durch, ne? Das ist halt schon eine Einbahnstraße. Was soll ich noch mehr machen? Vielleicht sollte ich hier mal ganz kurz eine normale Straße rausmachen. Die Straße hier abreißen. Was haben wir hier? So eine kleine Grundversorgungseinrichtung. Kraftstoff ist so zu teuer, ja, ja. Gucke ich mal, dass ich hier irgendwie an Kraftstoff komme. Wo hatten wir Öl? Ach, hier auf der Insel, ne? Wie ist das Beschäftigungsfeld hier? 30% Arbeitslosigkeit. Es wird besser. Ja, ach genau, hier. Wir brauchen Kraftstoff. Schwer zu finden in der Stadt. So, Ressourcen. Öl. Ja, hier hatten wir Öl. Das heißt, kurvenförmige Straße. Und zwar so eine. Das wird teuer. Oh, es geht sogar noch. So, dann brauchen wir eine Brücke. Da will ich natürlich möglichst eine mit einem hohen Verkehrsfluss haben. Und ich glaube, das ist der hier mit 80. Baukosten kolossal. Ja, ja. Ich brauch Tag, sonst kann ich nicht sehen, wie ich hier bauen muss. Ups. Kann ich hier eigentlich noch mit Rechtsklick irgendwas ändern? Nee, ne? Ups. Tag, bitte komm wieder. Es werde Tag. Danke. Speichern. Schön, schön, schön. So, das bedeutet, diese Brücke werden wir morgen bauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.